Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von EEP. Jetzt werde ich mich erstmal an den Schattenbahnhof ranwagen. Ein Formen, was ich dank falschen Tastendrucks natürlich noch ein bisschen sich schieben lassen habe. Aber jetzt beginne ich erstmal damit, zumindest einen Schattenbahnhof mal fertigzustellen. Mit insgesamt 11 Gleisen. Das Gesamte wird sich dann auch hier oben fortsetzen. Und ja, damit halt ein zweigleisiger zweidirektional oder bidirektional, wie man es eigentlich auch nennen kann, ausgelegter Schattenbahnhof hier entsteht. Wo direkt hier so nah dran. Los, jetzt lass mich da mal das Gleis hier anklicken. Ich kann jetzt auch erstmal hier vielleicht noch die Gleise ein bisschen verlängern. Damit ich dann auf einen Wert von minus 400 komme. Minus 500. Obwohl minus 500 geht eigentlich auch. Damit habe ich dann 1000 Meter Abstellfläche. Da kann ich halt locker auch lange Güterzüge abstellen. Auch wenn die in Deutschland nur knapp 700 Meter Maximum als Länge haben. Ich glaube 740 Meter. Außer zwischen dem Rangierbahnhof Hamburg-Maschen und Padborg. Da dürfen dann Züge fahren, welche nochmal 100 Meter länger sind. Jetzt 2, 3, 4. Und für Gleis 11 gibt es noch ein einfaches Gleis. Andere Seite mache ich das auch noch. Und hier brauche ich dann später keine Kontaktpunkte setzen. Das fällt ja dann erstmal raus. Das ist auch nur aus dem einfachen Grund, weil das ist ja die Ausfahrt. Hier ist sehr einfach und die Einfahrt wird über Kontaktpunkte gesteuert. Kann ich bloß dann hoffen, dass mir die Anlage dann nicht recht, weil das ist schon sehr oft passiert. Ich habe bloß die Frage, woran das eigentlich gelegen hat. Also hier wäre dann 500 Meter. Und das hat halt nur die einfache Bewandtnis der Zuglänge. Weil bei meiner ersten Let's Play-Anlage war es so geplant, noch bei der zweiten, die ich dann aber beide nicht fertigstellen konnte. Von der zweiten ist auch kein Video online gekommen. Deswegen ist es jetzt eigentlich schon bereits die dritte Let's Play-Anlage, die ich mittlerweile baue. Ich könnte hier unten eigentlich auch mit 100 Meter Gleisen arbeiten. Und nicht mit 50 Metern. Ah, na gut, jetzt habe ich damit schon angefangen. Das dürfte jetzt bloß das Klicken ein bisschen nervtötend sein. Weiß auch nicht, ob das durch Drücken der Leertaste schneller geht. Oh, doch, geht ein bisschen schneller.
Aber dann ist halt immer noch das Geräusch meiner Leertaste dann zu hören. Wie ich durchaus mal lauter sein kann. Dann wäre mal interessant, wie viel Meter Gleise ich dann, wenn ich das hier fertiggestellt habe, schon verlegt habe. Muss ich dann auf Anlageninfo klicken. Dann kann ich ja mal anzeigen lassen, wie viele Meter Gleise ich bisher verlegt habe. Überhaupt wie viele Gleise insgesamt. Das ist so eine kleine Statistik, die ich mir dann anzeigen lassen kann. Und das dann auch ganz praktisch, würde ich mal so sagen. Gerade wenn man dann so ein bisschen Statistiken braucht. Und da habe ich erstmal daneben geklickt, das kann jetzt eine Weile dauern. Das war jetzt wirklich Volltreffer. Geklickt und dem mit der Maus noch ein Stück nach unten gerutscht. Besten Dank. Jetzt scannt er nach neuen Modellen, das kann jetzt eine Weile dauern. In der Zeit kann ich jetzt erstmal nichts machen. Gut, das war jetzt auch mein Fehler. Ich kann das jetzt auch nicht irgendwie abbrechen, die Funktion gibt es ja leider nicht. Ah, hat doch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. So, Anlageninfo. Den Namen, da brauche ich noch einen ordentlichen Namen. Bis jetzt ist das halt ein Projektname. Ne, ist mal so. Hier haben wir jetzt die gesamten Statistiken. Format ist ANL3 als Dateiformat auf Version 6.1, das ist die EEP-Version. Breite der Anlage 2,6 Kilometer. Die Gesamtbreite und eine Länge von 1 Kilometer, die Höhe minus 5,8, das dürfte im Bereich der Unterführung sein, bis 0 Meter, das, ich habe halt noch keine Berge so richtig errichtet. Die Rasterpunkte pro Kilometer betragen 250, das ist halt ausschlaggebend für die Texturen, gerade für die Bodentexturen. Dann haben wir hier Gesamtlänge der Schienen, 31,067 Kilometer. Oder auch anders ausgedrückt, 678 Gleise habe ich bisher verlegt. Gesamtlänge der Straßen sind 15,522 Kilometer. 491 insgesamt verlegt. Bei Tramgleisen, das sind der jetzige gesamten Schaltungen, sind es 4,77. Gesamtlänge der Wasserwege, ja, 15. Fast 15 Kilometer, das sind die gesamten, also eigentlich alles, was darunter zählt. Also das sind die Fahrleitungen, das sind die Dächer von der Bahnsteigüberdachung. Und auch Markierungen, also an Wasserwegen. Hier unter Wasserwege fällt sowieso alles, was sich nicht so richtig zuordnen lässt. Die Anzahl aller Modelle sind 1206 insgesamt verwendete Modelle, davon sind Rollmaterialien nur in Anführungsstrichen gesetzt. Die 67 Rollmaterialien, die momentan auf der Anlage stehen, oder gerade fahren, Nebenbahn fährt ja. 55 Signale, 10 Meter runter und der Anzahl aller Modelle. Und Immobilien, da zählen auch Pflanzen sind damit darunter, obwohl die eigentlich für sich selber sind. Fast EEP aber in der Zusammenfassung oder Anlageninfo zusammen. Und das sind dann die 733, das sind vorwiegend halt die gesetzten Gebäude, das sind die gleisbegleitenden Objekte, wie zum Beispiel die Fahrleitungsaufhängungen, die Fahrtradmasten, die Logistikhalle zählt mit darunter, die ist ja aus einzelnen Segmenten zusammengesetzt. Also da kommt schon auch so einiges zusammen. Wenn ihr es mal anschaut, das sind jetzt hier 1000 Meter Gleise. Da kann man locker mal einen Zug drunter dann abstellen. Da fährt gerade ein, kommt schon bereits einer von der Nebenbahn.
Den gesamten Bereich muss ich auch noch mit Bodentexturen versehen. Damit das mal ansehnlicher wirkt. Jetzt kann ich ja mal hier warten, bis dieser Talenttriebwagen jetzt hier in den Bahnsteig rangefahren ist. Das sieht aus wie ein 644. Die für den Stadtschnellverkehr, also für S-Bahn ausgelegte Variante des Talenttriebwagens. Das Bremsenquietschen ist so ein EEP-Standard-Sound. So, der hält auch wirklich hier an der Markierung an. Höchstgeschwindigkeit 120. Und hat halt im Gegensatz zum normalen Talenttriebwagen halt immer statt einer Tür auf jeder Seite zwei Türen auf allen drei Wagen für schnelleren Fahrgastwechsel. Wo ich nicht genau weiß, was das hier eigentlich für Apparaturen sind. Sie sehen aus wie Widerstände und eine Klimaanlage ist das ja nicht, weil das ist ja schon die Klimaanlage. Kann sein, dass es irgendwelche Bremswiderstände sind. Egal, jetzt geht's erstmal wieder in den Untergrund. Dann baue ich hier erstmal wieder an der am Schattenbahnhof weiter. 4,5 und der Winkel Z ist minus 90. Und nochmal 4,5 für ein einfaches Gleis. Huch! Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass man möglichst genau klicken sollte? So, dann dürfte ich wenigstens einen Schattenbahnhof dann. Also einer ist schon fertig. Muss dann bloß noch alles verschaltet werden. Freue ich mich jetzt schon drauf, das alles zu verschalten. Jetzt brauche ich aber erstmal die gesamten Absteckkapazitäten. Weil auf einem Gleis kann man ja nicht viele Züge abstellen. Heißt 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Gleis 11 wieder der normale Anschluss, wenn ich es mal so. Also normales Gleis. Danach hat man dann, man kann sich es ausrechnen. Ich habe hier 22. Das sind insgesamt Gleislänge, nur die Gleise für den Schattenbahnhof, wenn man die zusammenlegt, das sind über 22 Kilometer. Und ganz ehrlich, ich verstehe meinen eigenen Schaltungen mitunter gar nicht. Ich habe jetzt hier so auch ein Grundprinzip für die Schaltung des Schattenbahnhofes. Problem ist nur, zum Beispiel jemand Außenstehenden das auch richtig rüberzubringen, was man da jetzt gebastelt hat, als eine Art elektronische Schaltung. Elektronisch ist das nicht, das ist eine EEP-Schaltung. Mit Elektronik hat das nicht viel zu tun, die einzigste Elektronik ist die Elektronik, die im Rechner ist. Ich glaube, ich werde heute auch nicht mehr als 15 Minuten diese Folge jetzt lang machen. Die ist ja eigentlich auch schon gleich vorbei. Hoffen wir mal, dass ich in der Zeit wenigstens noch ein paar Gleise verlegt bekomme. Weiterhin habe ich auch gedacht, ich mache noch wie so eine Art Beschleunigungsstrecke. Das heißt, dass die Schattenbahnhöfe nicht direkt angeschlossen werden, sondern die Züge noch durch
wie so eine Art Dauerschleife drehen, bis sie dann auf Geschwindigkeit sind. Wie ich das nun überprüfen kann, ist eine andere Frage. Weil es gibt keinerlei geschwindigkeitsabhängige Kontaktpunkte. Also dass ich dann ja sagen kann, bei Erreichen von Geschwindigkeit so, zum Beispiel bei günstigen 100 km/h, dass man jetzt den Zug rausschickt. Das passiert, das gibt es hier noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das in den neuen Anlagen und auch in neuen Versionen überhaupt gibt. Oder ich glaube, könnte man das bei den neueren Versionen, die haben ja Unterstützung von Lua-Scripts, da könnte man vielleicht sowas mal ansteuern. Na, mit Lua kenne ich mich nun überhaupt nicht aus. So, letztes Gleis angeschlossen. Schattenbahnhof fertig. Jetzt haben wir hier Kapazitäten für Züge mit, ja, einer ordentlichen Länge. Und ja, insgesamt können jetzt hier 22 Züge halten. Eigentlich, ich nehme nur 20 aus dem Grund, dann habe ich schon mal eine Lücke frei. Man weiß ja nie, wie die Züge dann geleitet werden. Also Maximum der Gefühle wäre in dem Fall 21. Man könnte es auch so schalten, dass die Züge dann, wenn sie irgendwie in den vollen Schattenbahnhof, sollten die zum Beispiel hier reinfahren und jetzt wäre der Schattenbahnhof belegt, dass sie hier rein, dass dann alles so geschaltet wird, müsste ich aber wieder zig viele Kontaktpunkte verlegen. Damit er dann, zum Beispiel hier ist jetzt die Einfahrt in den Schattenbahnhof, hier auf dem Gleis wäre dann voll, dass dann hier umgeschaltet wird. Umleitung in den anderen wäre dann bloß das Problem, wenn beide voll sind. Also zum Beispiel ein Zug 23 jetzt fahren würde, das wäre dann ein absolutes Problem. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, 20 reichen. Es gibt EEP-Anlagen, das sind zwar weniger Züge unterwegs, aber die sind ja, die aber auch nicht immer so größenwahnsinnig wie ich. Ja, und in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, was ist von dieser Folge? Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschalten würdet. Bis dann, tschüss und bis zur nächsten Folge von EEP.